Tokyo Gore Police, auch bekannt unter dem Titel WTF The Movie. Aber ich muss mir den Gedanken relativ spannend vorstellen, wenn es in Japan tatsächlich eine Gore Police gibt. Die würde gleich am Anfang einmal Machine Girl, die Battle Girls, Vampire Girl und Frankenstein Girl verhaften, sollten vielleicht ein bisschen nach Psycho Lolita Ausschau halten und von der Darstellerin als Helldriver will ich gar nicht reden. Irgendwie ist das Ganze sicher eine Einheit, die wahnsinnig schnell, wahnsinnig viel zu tun hat. Und aber davon jetzt einmal abgesehen ist Tokyo Gore Police schon einmal ein Film, der rein durch seine Logos für mich wahnsinnig spannend ist. Produziert nämlich wurde Tokyo Gore Police von Nikatsu, an Index Group Company. Finde ich spannend, dass sich Produktionsfirmen in Japan schon nach dem Schicksal ihrer Filme in Deutschland benennen. Und dann beginnt der eigentliche Film mit Blumen, fröhlichen Menschen, bunten, einladenden, fröhlichen, freundlichen Bildern. Man sollte sich allerdings wirklich nicht dran gewöhnen, das, was so aussieht wie ein komplett absurder Werbespot der Starship Troopers, ist im Endeffekt auch nichts wirklich anderes. Am Ende taucht dann irgendwie Rukas Vater auf, der grinst wie eine frisch lackierte Kitschkatze und dann den Kopf weggeschossen bekommt. Und ganz ehrlich, kann ich in dem Fall verstehen, weil mich machen diese Dinger auch immer aggressiv. Und, ich meine, schaut euch das an. In jedem Buffet-Restaurant steht so ein Teil. Ja? Ich finde, das ist ja fast schon eine Taktik. Wenn man Buffet von dem Teil angelächelt wird, kommt einem ja sowieso automatisch schon aus Reflex die Vorspeise wieder hoch und man hat gar keinen Guster mehr auf den 17. Teller. Das ist offensichtlich nur ganz, ganz bewusst, dass die Leute möglichst wenig essen. Aber, ach, herrlich. So, nicht aushalten. Aber beginnen wir den eigentlichen Film, die Polizei, die Tokyo Gore Police, begibt sich in Stellung für irgendeinen Einsatz, wir hören die Beschreibung von dem Täter und sehen dazu irgendwelche grässlich entstellten Leichen. Spannend finde ich, es gibt dann eine Dialogzeile, da heißt, er ist sehr gewalttätig, währenddessen sehen wir eine blutige Kettensäge, kann bedeuten, dass er sehr gewalttätig ist oder ein wahnsinnig schlechter Gärtner. Außerdem, ich komme immer noch nicht hinweg über diesen Begriff Gore Police. Ja? Ist das eine Polizeieinheit, die nur dann eingesetzt wird, wenn jemand irgendwie grobe, ganz brutale Verbrechen mit großem Blutvergießen begeht? Und die steigen dann die Treppe hoch, währenddessen irgendein Typ oben auf dem Dach von einem Gebäude, dort wo das bekannte Shootout vielleicht auch aus Shoot'em'up stattgefunden hat, keine Ahnung, dort den Kettensägen-Tanz von Leatherface am Ende von Texas Chainsaw Massacre nachgestellt hat. Und dort oben bekommen wir dann ganz kurze Zeit, die großartigen Uniformen der Tokyo Gore Police zu bewundern. Die sehen irgendwie aus wie das, was die Polizisten aus Dread in die Altkleidersammlung werfen und relativ schnell geht dann dort oben auch der Kampf los, der Kerl wird extrem blutig, irgendwie zersiebt, plötzlich hat er so einen abtrennbaren Kettensägen-Handvorsatz, bei dem sogar Ash vor Neid erröten würde, mit dem bearbeitet er ein paar Polizisten, dann reißt unsere Hauptdarstellerin dadurch an, indem sie einen Raketenwerfer auf den Boden drückt, abdrückt und dann in die Höhe katapultiert wird und natürlich 100% präzise genau dort landet, wo sie hingehört. Am Ende gibt es dann noch einen Kampf Schwert versus Kettensäge und zum Schluss steht unsere Hauptdarstellerin da mit zwei Kettensägen, bearbeitet den Kerl und ist dabei so präzise, dass sie ihm ein Ohr und sogar ein Auge irgendwie amputieren kann. Ganz kurz zusammengefasst, eine grandiose Hammerszene für alle Fans des dünnen roten Lebenssafts aus dem Gartenschlauch. Im Ernst, 8 Minuten läuft Tokyo Gore Police schon und die WTF-Falte hat sich in mein Stirn schon förmlich eingebrannt wie eine Tätowierung. Es ist unfasslich. Ich meine, alleine diese Szene auf diesem Dach. Was? Es ist eine Mischung aus wow und was, ja? Was? Was da alles passiert mit Kugeln und Kettensägen und Schwertern und Mutationen und plötzlich alles so komplett unerwartet. Was, ich denke, bei der Szene gab es definitiv ein Drehbuch. Da hat nicht einfach nur jeder das gemacht, selbst was er gerade cool gefunden hat. Und der eine hat plötzlich nach einer Einstellung gemeint, hey, wie wäre es, wenn diese Kettensäge, die du vorher noch in der Hand gehabt hast, jetzt an irgendeiner Kette hängt und du kannst sie in der Gegend herumschleudern. Yay!
Ah, ist das genial! Naja, man muss natürlich eine hohe Trash-Toleranzgrenze aufweisen, um Tokyo Gore Police ansatzweise ertragen zu können. Und an all jene, die entweder allein nach dieser Beschreibung oder nach den ersten 8 Minuten von Tokyo Gore Police sagen, nein. Nope, das drücke ich nicht durch. Nein, das war mir schon zu viel. Erspart euch den Rest. Es wird nicht weniger, es wird nur mehr. Und für alle, die den Anfang von Tokyo Gore Police genial fanden und quasi durch meine Beschreibung jetzt schon zusammen angefangen haben, bleibt dran! Es wird nicht weniger, es wird noch mehr! Und wir bekommen jetzt dann eine Vorstellung der Polizei, eben wirklich in so einer Sequenz wie in Starship Troopers. Und ich komme nicht drüber hinweg, dass diese Samurai-Helme so unfassbar witzig aussehen. Es gibt dann den Dialog, nicht einen Verbrecher, der uns entgehen wird. Und irgendwas muss der Kameramann ausgefressen haben, weil der wird in der nächsten Einstellung sofort erschossen. Hinter der Kamera stand noch irgendjemand, der von 2 Leuten festgehalten und von 5 anderen erschossen wird. Sehr... erstens Bleisparen und zweitens menschlich, könnte man fast sagen. Dann besucht Ruka, unsere Hauptcharakterin, einen Pathologen, neben dem Ruggero Deodato aus Hostel fast noch normal aussieht. Und wir bekommen quasi die Story, wir bekommen die Erklärung, dieser Typ aus der Anfangssequenz war eine Maschine. Ist das echt eine Anspielung auf Machine Girl, den so offensichtlichen Vorgänger quasi von Tokyo Gore Police? Wir bekommen die Erklärung, der hat einen schlüsselförmigen Tumor im Körper und nur wenn der entfernt oder durchtrennt wird, kann man denjenigen killen, sonst werden alle Wunden, die ihm zugefügt werden, nur noch schlimmere Waffen, weil generell der Körper einer Maschine eine reine Waffe ist. Bedeutet so viel wie... Er hat eine Hand mit einer Kettensäge, wird diese Hand aus irgendeinem Grund abgeschossen, hat man plötzlich eine fliegende Kettensägenhand, die an irgendeiner Kette befestigt ist. Gut, wie es jetzt dieser Schlüsseltumor schafft, dass er auch diese Metallkette produziert, lassen wir mal dahingestellt. Wirklich, mit Logik brauchen wir einem Film wie Tokyo Gore Police nicht kommen, weil sonst haben wir auch bald einen schlüsselförmigen Tumor in der Marille. Und... dadurch, damit wir das wirklich verstehen können, wie diese Mutationen und wie diese ganze Maschinen-Sei-Sache funktioniert, bekommen wir eine Rückblende zu dem Kerl, den wir 10 Minuten vorher eh gesehen haben. Ihr wisst schon, die Anfangssequenz von Tokyo Gore Police, die niemand, der diesen Film gesehen hat, jemals auch nur ansatzweise wieder vergessen kann. Könnte man fast sagen, most useless flashback ever, weil... wow! Lassen wir das, ja? Leichter zu vergessen hat man es da bei Rukas Backstory, die dann in der nächsten Zeit relativ ausführlich auch mit Rückblenden ein bisschen erklärt wird und etwas leichter im Endeffekt am Zuschauer vorbeigeht. In der Nacht geht dann Ruka, so wie Batman, wieder auf Streifzug und trifft in irgendeinem düsteren Durchgang auf einen Big Daddy und seinem kleinen Ausbrecher vom Friedhof der Kuscheltiere, dessen Design, wenn er dann besser beleuchtet, ein kleines bisschen an Bane aus Batman und Robin erinnert, aber in Wirklichkeit ist der Kerl, auf den sie trifft, der Chef der Polizei. Alle gratulieren ihr, weil Ruka hat eben an diesem Tag die 50. Maschine gekillt. Sie bekommt einen Orden, Torte und furchtbare Musik. Und danach bekommen wir weitere ausgedehnte Backstory von Ruka. Es gibt einen Kill auf einer öffentlichen Toilette mit so riesigen Nadeln und daran angebrachten Nuckelfläschchen für den kleinen Hannibal Lecter. Und... ich find's trotzdem eher schwer vorstellbar, dass bei dieser ganzen Technik kein einziger Tropfen Blut am Tatort zurückgeblieben sein soll. Außerdem, Maniac, you are not. Die Leiche wurde übrigens der Polizei in so kleine, feine Teile zerlegt. Präsentiert die nervige Moderatorin aus Battle Royale, meint darauf hin, dass es keine Maschine war, die diese Person getötet hat, weil Maschinen ist es mehr oder weniger egal, ob sie ihre Spuren verwischen oder nicht. Stattdessen vermute ich, dass der Ice Truck Killer hinter dem Ganzen steckt, aber keine Ahnung. In der U-Bahn sehen wir dann eine Szene, wo jemand in Großaufnahme Maden isst. Ihr wisst schon, weil der Film war ja vorher noch nicht ekelhaft genug. Und Ruka wird in dieser selben U-Bahn betatscht,
schleppt daraufhin den Typen in eine Seitengasse und er hat natürlich keine Sekunde auf eine ansatzweise die Idee, man könnte flüchten oder davonlaufen. Nicht einmal dann, wenn Rooker das Schwert in die Hand nimmt. Sie hackt ihm beide Arme, beide Hände ab, der Film wechselt schon spontan in den Michael Bay-Modus und während literweise Blut fontänenartig durch die Gegend spritzt, spannt sie einen Regenschirm auf und geht weg. Relativ coole Aufnahme, zugegebenermaßen, aber man könnte sagen, dass die Szene wirklich so bemerkenswert sinnlos ist, weil sie der Story überhaupt nichts bringt, sondern offensichtlich nur bei der bisherigen, ich will nicht sagen, Gore-Durst-Strecke von 2,5 Minuten einfach dafür sorgt, dass wir wieder mal ein bisschen dünnen roten Lebenssaft zu sehen bekommen, damit sich der Zuschauer ja nicht irgendwann einmal erholen könnte und durchatmen könnte, sondern dass man wirklich konstant gore-technisch zugedröhnt wird. Danach gibt's eine längere Szene mit Rooker an Bord des Midnight Meat Train, wo sie eine Menge Blut und irgendwelche Eingeweide findet. Ob die jetzt vom letzten Opfer von dieser Toilette sind, wäre echt interessant. Würde der Film tatsächlich ansatzweise irgendwie auch nur den Funken von Handlung haben. Stattdessen beginnt sie dann einfach den Vinnie Jones-Ersatz von Tokyo Gore Police, irgendwie jemanden, der aussieht wie dem Killer aus House of Wax, nachzugehen. Und es kommt eine plötzliche Kampfszene. Sie kann ihm den halben Kopf abschneiden und diesmal ist diese Gartenschlauchblutfontäne so heftig, dass sie sogar in Deckung gehen muss, damit ihr das quasi nicht in die Augen kommt. Herrlich. Und nachdem er eine Maschine ist, wird er daraufhin modifiziert. Irgendwie sieht man dann so ein halbes freigelegtes Gehirn wie bei Ray Liotta in Hannibal. Und er bekommt so Augenkanonenrohrfortsätze, wodurch aber ein kleines bisschen aussieht wie ein Insekt mit Fühlern. Macht ihn möglicherweise nicht etwas mehr scary als vorher. Stattdessen schießt er dann auf Rooker, kann sie irgendwie stellen und ihr auch so einen Schlüsseltumor einsetzen. Und damit ist jetzt auch Rooker offiziell eine Maschine. Zum Glück für Rooker hat die Tokyo Gore Police so eine Software, wo man nur den einzig diesen abgeschossenen, abgeschnittenen Kopfteil von diesem Kerl einscannen muss und anhand des Fotos kann der das mit einer Datenbank abgleichen und ihr verraten, wer das ist. Sie bekommt den Namen von irgendeinem Wissenschaftler, der aber leider in mehreren Laboren arbeitet, weswegen es nicht ganz so einfach ist, ihn zu finden. Gut, die ganzen Labore haben trotzdem auf einer A4-Seite Platz, also für Rooker ist es nicht ganz so schwer und dann sehen wir noch jemanden, der zu Hause ist, wieder in so einer kurzen Werbesequenz, keine Ahnung, bei einer Spielkonsole, nennen wir sie jetzt mal V-Kill, wo man mit so einem fingierten Samurai-Schwert Leute im Fernseher filetiert. Ganz ehrlich, würde jetzt wahnsinnig bedrohlich und so weiter rüberkommen, aber im Endeffekt ist das Ganze nicht so weit entfernt von Manhunt 2. Ein Kerl in der U-Bahn hätte gerne so irgendeinen, was weiß ich, Polizist oder sonst was, der sitzt in der U-Bahn-Station, hätte gerne Drogen, findet aber am Boden nur eine Kugelschreibermine, deswegen malt er sich auf den Unterarm so eine Drogenspritze und tut nachher so, als würden die Drogen wirken. Zwei Kleinigkeiten. Erstens, wieso liegt zufälligerweise unter diesem einen Sessel in der U-Bahn-Station eine Kugelschreibermine? Nicht ein Kugelschreiber, sondern eine Kugelschreibermine. Und zweitens, wieso existiert diese Szene? Was für einen Sinn hat das? Aber gut, das ist eine Frage, die wir uns bei Tokyo Gore Police meiner Meinung nach recht oft stellen können. Egal, weil wir jetzt schon wieder ein paar Sekunden lang keine Gore-Einlage hatten, gibt's wieder einen Werbespot für die Tokyo Gore Police. Wir sehen ein paar Kinder, die Fußball spielen und dann irgendeinen Typen, der kommt und auf sie schießt, weswegen er von der Tokyo Gore Police relativ blutig zerlegt wird. Diesmal ist allerdings nicht so viel zu erkennen wie normal, weil die Szene ziemlich grob verpixelt und unkenntlich gemacht wurde als Mediensatire, Fragezeichen, und nein, dann am Ende, witzigerweise noch die Kinder Fußball spielen, wie in Fudo, ist es spannend zu sehen, wie die Verpixelung diesem Kopf immer ein kleines bisschen nachhinkt. Also man kann nicht davon sprechen, dass der Film tatsächlich an sich zensiert ist, sondern dass das wirklich irgendwie eine bewusste Entscheidung für diese eine Szene war, quasi vielleicht, um sie fit for TV zu machen in diesem neuen Paralleluniversum, wo Battle Royale wahrscheinlich am Nachmittag ausgestrahlt wird. Keine Ahnung, aber es
war scheinbar wieder mal notwendig für den Film, Werbung zu machen für die Einheit, die im Titel des Films enthalten ist. Aber egal, es ist zumindest nach wie vor eine wichtigere Szene als die Freakshow und Zenobiten-Vorstellung in dieser abgefahrensten Bar im ganzen Star Wars-Universum, die jetzt als nächstes kommt. Eine Mitarbeiterin von unserem Ameisenkönig hat so eine schlüsselförmige Narbe am Unterarm. Ihr wisst schon, falls sich die Maschinen irgendwann einmal verstecken wollen, ist es ganz, ganz toll, dass so eine riesige Narbe am Unterarm sie möglicherweise verraten könnte. Aber ganz ehrlich, spätestens dann, wenn in dieser Szene Ariel, die nicht mehr Jungfrau, mit diesem Krokodil-Unterkörper ankommt und irgendeinen Kerl in Einzelteile zerbeißen will, dann wird's echt spaßig. Vor allem gerade, als sie zuschnappen will, kann er irgendeine MG in ihr Maul schieben und sie erledigen. Das ist, glaube ich, die Szene, wo sogar die Chefs von The Asylum gemeint haben, okay, das ist echt absurd. Ich glaube, den Film kann ich mir nicht zu Ende anschauen. Danach kommt übrigens wieder der Oberbösewicht daher, der vorher den Fuß von diesem Kerl, so wie in Wake of Death, mit einer Bohrmaschine bearbeitet hat und macht auch aus ihm eine Maschine. Und wir wissen ja, bei der Maschine werden vor allem die Sachen durch kreative Teile ersetzt, die dem vorigen Kerl gefehlt haben. Was bei diesem Charakter im Film ganz was Besonderes bedeutet und was vor allem diese folgende Kampfszene so unglaublich unpackbar macht. Man muss aber auch zugeben, dass die Tokyo Gore Police in dieser Szene nicht wahnsinnig effizient ist, weil bevor sie den Kerl zur Strecke bringen können, wären mindestens 20 Polizisten erledigt, aber das war vorher noch nie der Fall, kann ich auch verstehen, weil das Erscheinungsbild von diesem Typen wahrscheinlich so skurril ist, dass es nicht einmal die Tokyo Gore Police Leute gepackt haben und sogar die so abgelenkt waren, die meinen, boing. Leider wieder einer weniger. Rooker besucht dann in der nächsten Szene den Ameisenkönig, der ihr seine Backstory erklärt. Er will Rache für den Tod seines Vaters und derselbe Kerl, der den Tod seines Vaters in Auftrag gegeben hat, ist im Übrigen, dum dum dum, auch für den Tod von Rookers Vater verantwortlich und er war damals so wütend, als er das erfahren hat, dass er sich alle Killer-Gene initiiert hat, an denen er gerade gearbeitet hat. Und wie üblich in irgendeinem Comic geht das wahnsinnig gut aus. Er wacht dann im Spital wieder auf. Sie haben ihm eben so einen schlüsselförmigen Tumor aus dem Kopf geschnitten, den er natürlich wie in so Filmen üblich mitnehmen darf. Er forscht dann daran, kann dieses Teil klonen und sich so seine Maschinenarmee aufbauen. Warte mal, bis jetzt sind ja die Leute immer gestorben, wenn dieses Tumormaschinenteil weg ist. Wie hat dann der Kerl rausgefunden, dass man sich verändert, wenn man dieses Teil im Kopf hat? Und vor allem, wieso hat er das überlebt, dass ihm die Ärzte das rausoperiert haben? Und vor allem, wieso sitze ich bei einem Film wie Tokyo Gore Police und denke nach? Das muss man ja im Vorhinein wissen, dass sowas einfach nicht gut ausgehen kann, oder? Auf jeden Fall hat der Kerl so seine Armee aufgebaut. Rooker ist jetzt glücklich, dass er ihr alles verraten hat, packt plötzlich ein Schwert aus, was er ihr beim Eintritt in sein Apartment glücklicherweise nicht abgenommen hat, schneidet ihn in zwei Hälften und ich muss noch einmal kurz was nachfragen. Ist sie nicht mittlerweile auch eine Maschine? Sollte er dann nicht irgend so eine "Ich werde meinen Meister nicht töten" Direktive à la Robocop einprogrammiert haben? Und damit wir vielleicht über diesen Gedanken hinwegkommen, gab's schon lange keine Szene mehr, wo einfach nur irgendwelche Leute in aneinandergereihten Aufnahmen ermordet werden. Es ist übrigens ein besonders cooler Effekt, und das ist schwer bei einem Film wie Tokyo Gore Police, einen Effekt hervorzuheben, aber wo der Gerichtsmediziner jemanden die Finger abschneidet, weil das ist der einzige Effekt, der eigentlich wirklich realistisch ausschaut fast in dem Film, wie er mit dieser Kreissäge an den Fingern rumarbeitet, das ist echt heftig und vor allem nicht so. Aber lassen wir es, die Effekte in Tokyo Gore Police sind alle super, versteht's mich nicht falsch. Dann gibt's noch eine Aufnahme, wo jemanden das Gesicht mit einer Weinflasche herausgeschnitten wird. Eine Weinflasche, die übrigens in passend perfekt zerbrochenem Zustand vorher schon offensichtlich herumsteht. Und das ist aber das beste Tool, das müsste man an Leatherface schicken, weil er kann damit sicher was anfangen. Rooker
sieht sich dann das Ausmaß der Zerstörung, die herumliegenden Leichenteile an. Plötzlich wechselt der Film in ganz, ganz traurige Musik. Ich muss zugeben, das würde mehr wirken, wenn nicht im Anschluss daran eine gefesselte Frau durch wegfahrende Autos in Stücke gerissen wird. Aber gerade als dann letztendlich in Zeitlupe die Fetzen fliegen, ist die traurige Musik auch schon wieder da. Dann fällt Ruka plötzlich ein, dass sie ja eigentlich doch eine Maschine ist. Sie killt alle Tokyo Gore Police Cops und wieso ihr das vorher nicht eingefallen ist, wie sie ihren Meister erledigt hat, das lassen wir einfach mal sein. In der nächsten Szene geht sie, ich will jetzt nicht sagen, durch irgendeine Unterführung, durch irgendein Parkhaus, durch irgend sowas, weil wahrscheinlich ist es im Endeffekt eh die Tokyo Gore Police Polizeistation, keine Ahnung, und aus dem Off hört sie im Radio, dass ihr Ziehvater, derjenige ist, der den Tod ihres wahren Vaters verantworten muss und deswegen sie nur bei sich aufgenommen hat, weil er gemeint hat, sie soll eine bessere Zukunft haben und so weiter und so fort. Aber dann wird sie sofort konfrontiert von dem überdrehten Gerichtsmediziner und muss gegen dessen Faustwerfer ankämpfen. Und lasst euch das jetzt auf der Zunge zergehen, wenn ich meine, das ist die abgedrehteste und abgefahrenste Szene, die Tokyo Gore Police zu bieten hat, weil der Kerl wird im Endeffekt so besiegt, dass zuerst aus diesem Faustwerfer Fäuste und dann fliegende Mittelfinger auf Ruka abgefeuert werden. Als die Mittelfinger fliegen, kann sie ein Kabel von der Decke nach unten ziehen, die Mittelfinger verheddern sich in dem Kabel, werden umgedreht, kommen zurück zum Absender und erstechen den Gerichtsmediziner. Und als nächstes kämpft Ruka dann gegen Bane auf irgendwelchen Schwertstelzen und danach gegen ihren Ziehvater, der sich vorher aber noch irgendeinen grünen Schleim in den Hals drücken muss, was wahnsinnig viel bringt, weil er wird binnen Sekunden um seine Beine erleichtert und nachdem das so effektiv war, was er sich da gespritzt hat, wandert die nächste Dosis sofort in beide Beine und sorgt dafür, dass das eh schon wahnsinnig übertriebene Blutspritzen aus den Beinen noch extremer wird, wie bei einem voll aufgedrehten Gartenschlauch oder Hydranten oder sonst was. Und es spritzt so viel Blut, dass er durch das Blut abhebt und fliegen kann. Ich hab nichts mehr zu sagen dazu. Und Ruka gewinnt aber trotzdem den Kampf relativ eindeutig, eine Chance hat er nicht wirklich. Zum Schluss salutiert Ruka noch vor der Rückblende von ihrem toten Vater. Scheinbar dürfte der Soundmann, genauso wie ich diese letzte Szene nicht wirklich gepackt haben, weil bei der einen Einstellung fällt plötzlich der Ton weg. Upsi-Daisy. Und am Schluss sehen wir dann noch Ruka, wie sie dasteht mit ihrer Version von Bane, der irgendwie so eine, was weiß ich, Planet Terror-artige Modifikation bekommen hat, weil er nicht mehr auf 4 Schwertern, sondern auf 4 MGs steht. Wenn man da versehentlich abdrückt, dann könnte das passieren, dass der Spaziergang relativ kompliziert wird. Ganz im Ernst, Tokyo Gore Police ist eine der wahnwitzigsten, überdrehtesten Gore-Dröhnungen aller Zeiten und man merkt, der Film ist deutlich fokussierter als die aktuellen Ableger des Genres, wie beispielsweise Helldriver, aber er hat schon wesentlich mehr zu bieten als Machine Girl. Und ich will nicht sagen, dass Machine Girl das Genre definiert hat. Es gab schon vorher Filme wie Fudo, Meatball Machine und so weiter und so fort. Aber Machine Girl war trotzdem der erste von diesen japanischen Splatter-Filmen, der einen wirklichen Hype erzeugen konnte und das Ganze auch einem westlichen Publikum präsentieren konnte. Während Machine Girl das geliefert hat, war es meiner Meinung nach Tokyo Gore Police, der das Fundament für den großartigen Ruf dieser japanischen Splatter-Filme gelegt hat. Was dieser Film in seinen 110 Minuten für ein Feuerwerk an Effekten, abgedrehten Ideen, skurrilen Einfällen und alles zündet, ist unglaublich. Diese 110 Minuten vergehen in dem Film wie im Flug. Man kommt aus einem WTF-Moment in den nächsten. Der Film war für so viele im Endeffekt der Einstieg in das Genre und alleine die Tatsache, dass sich der japanische Splatterfilm auch Jahre später immer noch halten kann und noch immer wahnsinnig skurrile Ideen bieten kann, zeigt einfach nur, wie kreativ die Leute sind, die im Endeffekt hinter Tokyo Gore Police und vergleichbaren Streifen stecken. Jeder, der etwas über hat für
abgedrehte, skurrile, wahnwitzige und einfach nur unfassbare Filme, der sollte sich Tokyo Gore Police auf keinen Fall entgehen lassen, weil das, was der Film abliefert, und das kann man ohne Zweifel und ohne Übertreibung sagen, sowas sieht man garantiert kein zweites Mal.